Hi, ich bin Marcel, 14 Jahre alt und heute zeige ich euch, wie man mit dem Skateboarden anfangen kann und vielleicht auch ein paar Tricks. Also für die, die noch nie auf einem Skateboard standen, erstmal eine Zusammenfassung, wie man fährt. Also zuallererst solltet ihr wissen, was euer starkes Bein ist, damit ihr wisst, mit welchem Bein ihr vorne auf dem Skateboard steht. Manche würden vielleicht ihr starkes Bein nach hinten stellen und den anderen Fuß nach vorne. Das wollt ihr aber nicht. Ihr wollt euch so hinstellen, dass euer starkes Bein an den Achsen ist und euer Hinterfuß einfach hinten am Tail. Das Stehen haben wir, jetzt wollen wir fahren. Damit geht ihr einfach mit einem starken Bein nach vorne und das hintere nehmt ihr zum Schwung holen. Und nicht vergessen, beim Bremsen nehmt ihr einfach den Fuß runter und wartet, bis das Board langsam genug ist, dass ihr absteigen könnt. Fürs Lenken wollt ihr euer Gewicht verlagern, nach hinten oder nach vorne. Rückwärts lehnen, dann fahrt ihr nach rechts und nach vorne lehnen, fahrt ihr nach links. Und wenn ihr größere Kurven fahren wollt, dann übt ihr Druck aufs Tail aus. Jetzt zeige ich euch, wie man einen Ollie macht. Das ist der erste Trick, den man lernen sollte, wenn man anfängt mit dem Skateboarden. Dafür ist wichtig, dass ihr euren Hinterfuß relativ am Ende vom Tail habt und den Vorderfuß etwas hinter den Achsen. Dann wollt ihr euren Hinterfuß mit den Spitzen nach unten drücken, den Vorderfuß hochziehen am Grip Tape lang. Dann drückt ihr es wieder runter. Bis ihr den Ollie gut beherrscht, dauert es ein bisschen, aber wenn ihr den dann könnt, macht es auch richtig Spaß. Danach gibt es ein paar Zwischentricks und dann kann man schon zum Kickflip gehen. Jetzt zeige ich euch den einmal. Der geht folgendermaßen, dass man den Vorderfuß anstatt nach oben zieht, zieht man ihn an der Seite weg. Und das ist eigentlich auch der einzige Unterschied. Wenn ihr den Kickflip oft gemacht habt, sieht euer Schuh danach dann so aus. Auf so einer Rail kann man auch zum Beispiel ein Boardslide machen. Nicht wundern, wenn es nicht sofort klappt, nicht wütend sein. Oh. Ich habe auch ziemlich lange gebraucht und ich bin immer noch ein Anfänger, also viel Spaß.